Heute möchte ich Ihnen die schnelle und einfache Kalibrierung des ET110 vorstellen. Für die Kalibrierung benötigen wir das Gerät, die mitgelieferte unbeschichtete Eisenmetallplatte sowie die Standarddicke aus Kunststoff mit einer Dicke von 102 Mikrometer. So, zuerst schalten wir das Gerät mit Druck auf den Sensor ein und halten die Kalt-Taste gedrückt, bis Kalt blinkt und 2-1 im Display erscheint. Bei ersten Gebrauch müssen wir von der Eisenplatte noch die Schutzfolie abziehen. Dann beginnen wir mit der Messung auf der unbeschichteten Eisenmetallplatte. Im Display erscheint 2.2, damit wäre die Nullpunktkalibrierung abgeschlossen. Wir legen nun die Kunststoffplatte auf die Eisenmetallplatte auf. Messen nochmals, das Gerät misst 107 Mikrometer und da wir noch im Kalibriermodus sind, können wir mit der Auf- und Abtaste hier den Standardwert von 102 der Kunststoffplatte einstellen und bestätigen diesen mit der Kalt-Taste und somit wäre die Kalibrierung des Geräts abgeschlossen. Wir können nun nochmals zum Test messen und das Gerät misst exakt 102 Mikrometer.